Es ist offiziell. Ihr geht mir auf die Nerven. Ich gratuliere. Ihr müsst ja so stolz sein. Eins sage ich euch. Wenn die Galaxis die wahren Ausmaße meines Plans erkennt und erfährt, dass ihr vergeblich versucht habt, ihn zu vereiteln, seid ihr eine Leiche. Und ich bleibe eine Legende. Ich glaube, ich habe meine nächste Herausforderung schon gefunden. Das kommt zu früh. Vielleicht. Aber ehrlich gesagt, langweile ich mich. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ihr betrügt. Nutzt meinen ehemaligen Lieutenant und meine Ausrüstung, um mich zu jagen. Alles andere als beeindruckend. Richtet Ephibo Grüße von mir aus. Hallo Kameraden, willkommen bei Let's Play Star Wars The Old Republic und zwar hier in der Nebenmission. Ich glaube, es ist die letzte Mission hier. Ich habe die letzten Sachen jetzt mal offline gemacht, also ohne, dass ich es aufgenommen habe. Die ganzen Suchen und so, solche Sachen. Ich habe mir ein paar Leute zusammengesucht. Einer davon ist sogar Abonnent, der Dino ist dabei. Ist Abonnent von mir und wir machen jetzt so gemeinsam das Ende dieser Questreihe. Und ich hoffe, ihr seid nicht sauer, dass ich das mal übersprungen habe, das ganze Suchdruiden suchen, weil das ist dann doch immer das gleiche. Im Grunde ist immer das gleiche, nur auf anderen Planeten. Ich habe die Zwischensequenzen habe ich drin gelassen, wie ihr gesehen habt. Die habe ich mit aufgenommen, aber sonst habe ich alles rausgenommen. Es fehlt einer. Wo ist der Kollege? Ach, da hinten. Der kommt, Leviathan, dann kommt. Sehr gut. Es hat ein bisschen länger gedauert, hier diese zusammenzusuchen. Einer ist zwischenzeitlich rausgegangen, weil die Mission nicht teilbar ist. Die Mission ist halt nicht, ist nicht teilbar, weil ihr euch das halt alles noch erarbeiten müsst. Ne? Ihr müsst halt durch diese ganzen Basen durch. Da wollen wir nicht rein, wir wollen hier lang. Müsst ihr durch, ihr müsst die ganzen Sachen suchen und das geht halt nicht, wenn das wäre zu einfach dann, wenn einer dann direkt das Ende mitmacht und ne. Ja, dann wird es schon jetzt so einfach so. Hier ist der Eingang, Kollegen. So. So, hier ist der Eingang. Wir warten noch auf Leviathan. Leviathan ist gleich da. Ich bin gespannt, wie das Ende gleich aussieht. Ich habe mal gerade kurz reingeguckt, wie das mit den Gegnern aussieht, weil ich habe mir gedacht, eventuell sind das 55er Gegner, aber die Gegner sind auch runtergestuft worden. Das heißt, es können es können nämlich noch andere. So, jetzt sind alle da, alle da. Okay, dann starte ich mal. Wir haben leider keinen Heiler, wir haben nur DDs. Und mich als Tank. Aber das macht dann hoffentlich nichts aus. Da muss ich halt was anderes machen. Da muss ich irgendwie, vielleicht gibt es ja diese Kolto-Sachen. So, jetzt müssen wir hier irgendwie durchkommen. Lebendig wollt ihr nicht gehen? Das soll mir recht sein. So, ich halte mich. Oh. Lasst es mich sehen. Tja, was macht man? Da, diese Dinger. Diese Dinger da, diese hier. Der nächste müsst ihr denn hier drauf schießen. Komm hier. Hier. Nimm. Die müssen wir treffen. Ja. Sehr gut. Heilen.
Erste Rätsel gelöst. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Updates, ich hoffe, ich habe mein Windows 10 hier hat Updates gemacht, Morian, wenn du dich eingönntest, wäre ganz gut. So. Ey. Das Schiff haut ab. Cool. Echt cool. Also ich mag diese Nebenmission gerne. Gerne davon mehr. Oh, wir kriegen Besuch, wir kriegen Besuch. Hier, komm, kriegst Schutz, weil du wirst zu wenig Leben. Normalerweise sollte man sich regenerieren bei solchen Sachen. Weil das ist nämlich eine Heldenmission. Tatsächlich. Und hier muss man, bei dieser Heldenmission muss man sich, bei diesen Missionen muss man sich tatsächlich anstrengen. So, da hinten, oh, da hinten greifen wir uns an. Ich springe zu dem da mal. Zieh mal eine Heilung. Los! Zum nächsten. So, ich kann wieder hochheilen. Ach, Morian ist ein Tank. Tank. Okay. Uah, episch. Na, willst du die springen? Oh cool, was ist denn los jetzt? Geil. Guck mal, kann da unten rein. Geil. Kommt rein, Leute. Oh. Jetzt bin ich wieder... Ach, jetzt bin ich wieder da am Anfang. Scheiße. Ja. Na toll. Na gut. Wusste ich auch nicht. Tut mir leid. Wusste ich auch nicht. Ah, jetzt müssen wir hier durchlaufen. Dino wurde besiegt. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ah, Alter. Das ist ja cool. Das ist ja krass. Ich kann mich daran gar nicht erinnern, ey. Alter, was ist das für geil? Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Weiter komme ich nicht. Nee, weiter geht nicht. Nee, da komme ich nicht hin. Da springe ich nur in den Tod. Moment. Kann ich irgendwas... Da. Ah, das Ding. Das Ding. Moment. Hier. Dieses Ding hier. Sehr gut, weiter geht es. Oh, da sind Feinde. Das ist bei der Rap-Version war das nicht so. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Aber cool. Cool, diese Verfolgungsjagd. Voll geil. Voll gut, dass ich das gemacht habe. Also, dass ich die hier. Ja, ich sollte vielleicht mal. Ich lauf mal aus ganz kurz. Der noch? Ja, Moment. Oh, IR-77, der schon wieder. Hoffentlich schubst du uns nicht runter hier. Das wäre ziemlich doof. Achso, hab ich gar nicht analysiert, deswegen. Ich hab mich schon gerade gefragt, wieso geht nichts?
Also weg. Warte, ich muss erstmal heilen. Ich muss mich erstmal heilen. Und weiter geht es. So. Oh ja. Das funktioniert. Oh, jump run. Ah, la 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 la. Nein, nein! Bye bye! Oh, böse, blöde Welt! Ah, voll daneben. Alter, das ist ja auch. Das ist aber. Hier drauf. Und hier drauf. Was? Was, sorry? Weh, du musst weg. Los, kommt! Traut euch! Mensch, ihr seid Jedi. Nee, Quatsch. Sith, alle mal, alle miteinander. Du musst da nicht. Oh. Ja, los! Moraine, wenn du dann mit dem AE zusammen. Moraine. Ist er gestorben? Ach, schade. Vielleicht, wenn wir weiterkommen, kann er vielleicht dann beim nächsten Checkpoint. Oh, ach, jetzt bewegt er sich nach unten auch noch. Nein! Jetzt vielleicht da nicht hin. Ja, springen ein bisschen, Alter. Ja, Jump'n'Run! Mann! Ihr könnt doch hier nicht mit Jump'n'Run anfangen. Huch, was ist da los? So, jetzt mal hier rein. Alter, da war das Ding ab gerade. Okay. Komm ich jetzt hier? Ich komme ich nicht. Ah, muss ich da vielleicht warten, bis die. Ah, ich sterbe immer. Was ist da los? Oh, Benny Hill Musik. So. Also. Wieso hat das eben geklappt und dafür nicht? Kommen wir rein, Video 2. Video 2. Dingens hier. Jump'n'Run Legastheniker. So, und jetzt? Ah ne, von da. Da brauche ich gar nicht, ne? Von hier? Der ist zu hoch. Der muss runterkommen. Ja, der kommt runter. Ja, die sind weiter unten. Ja. Yep. So, und bei dem muss ich warten, weil der geht auch hoch und runter. Kommt jetzt hoch? Nein, nicht im Kampf, Mann! Ah! Das? Achso, das sind die. Ach, das sind Transporterschlitten. Ja, sehr gut. Dann haben sie eine Abkürzung gemacht. Okay. Ah, bin ich runtergefallen. Zum 5000. Mal. Eieiei.
Nein! Ihr müsst alle sterben. Ja, ich bin leicht tot. Im Übrigen. Falls es irgendjemand interessiert. So, die müsstet ihr jetzt hinkriegen. So, dann kann ich jetzt wieder den Gleiter nehmen. Jetzt weiß ich ja wenigstens. Ah, jetzt hänge ich ja auch noch. Stuck, Mann. Ah. Ich komme. Los! Ja! Ja! Runterschubst! Ja, da so ein Drecksau, aber auch. Der hier irgendwas 77. Alle da, sehr gut. Aber das war auf der Rap-Seite war das nicht so. Ich habe auf der Rap-Seite habe ich ja schon mal das gespielt. Das Ende mit Rapper. Ach so, hier ist der nächste Checkpoint. Also hier wäre er dann, wenn man dann da drüben ist. Springen, ja, sehr gut. Aber ich muss sagen, dieses hier ist viel cooler als auf der Webseite damals. Auf der Webseite war das nicht so. Wir müssen jetzt hier drauf wahrscheinlich, dann da drauf und dann da hoch. Würde ich jetzt einfach mal vermuten oder so. So, jetzt warte ich, bis alle anderen da sind. Wo bist du noch hin? Wo bist du? Und dann wartet er, bis wir drüben sind. Aber da drüben kämpfen wir mit Sicherheit schon wieder. Hep. Der geht hoch und runter, ne? Ne, der da geht hoch und runter. Gleich. Noch nicht. Noch nicht. Jetzt. Der geht auch hoch und runter. Ihr Attentäter könntet euch eigentlich, könnt ihr so einen Punkt setzen? Eigentlich könnt ihr, glaube ich, so einen Punkt setzen, oder? Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch verboten worden. Nein, Dino! Der sieht immer so aus, wenn er runterfällt. Ah, jetzt ist einer runtergefallen. Ah, jetzt ist er wirklich runtergefallen. Ich bin da. Kann ich irgendwas aktivieren, dass ihr rüberfliegen könnt? Ne, da hinten ist nur. Da hinten ist der nächste Gegner. Und ich muss warten, bis ihr da seid. Ihr seid. Das ist Maro, ne? Ah, schade. Du hättest mich anspringen können, theoretisch. Wenn du ein Jugger gewesen wärst. So, ich habe den Satz nicht zu Ende gebracht. Den Satz habe ich nicht zu Ende gebracht. Wie gesagt, was ich vorhin sagen wollte, meine Windows 10 hat ein Update gemacht und alle Einstellungen durcheinander geworfen. Und zwar alle, ganze Audioeinstellungen. Ich konnte nichts hören, gar nichts, hat alles durcheinander gebracht. Alter, das war so zum Kotzen. So, nein, nicht. Warten, warte noch. Bis die anderen da sind, Leviathan. So, Dino, da, nach da. Und jetzt muss noch...
die Moräne muss noch rüber. Wo ist denn der? Hat der keine Lust? So, der ist tot. Fliegt wieder. Ach ne, das... Ach, das hat den Gleiter genommen. Na gut. Dann können wir... Dann hätte ich vielleicht einfach hingehen müssen. So. Ich warte noch, bis meine zweite Rakete geladen ist. Gar nicht. Ja, ich arbeite für mich selbst. Gar nicht fürs Imperium. Ey! Was machen die? Die sehen nicht gut aus. Die Sonden. Vielleicht sollte man die Sonden als erstes Blatt machen. So. Hinterhalt brechen. Und die Verfolgungsjagd ist echt cool gewesen. So, erst diese andere. Was ist das? Nein, nicht Erschütterungs irgendwas. Das ist doof. Ah, jetzt sind sie. Ja, Leviathan hat echt scheiße Schwein gehabt. Der explosives Personenabwehr. Achso. Explosives Personenabwehr? Was ist das? Bart! Und jetzt? Jetzt müssen wir das Schiff nach und Informationen durchsuchen. Ich warte mal bis. Das ist so ein Angriffsdruide. So. Wo ist der Kollege? Ich tue es super mal. Okay. Strukturelle Schwächen, ein Schlachtschiff, eine Schiffsfernsteuerung und Pläne für eine Hyperraumboje und... Nein. Oh nein, der Schleier hat eine Hyperraumboje in Cassity platziert. Jetzt kann er das Schlachtschiff innerhalb der Atmosphäre des Planeten aus dem Hyperraum rufen. Es wird auf die Stadt stürzen. Ich werde Mortis sagen, dass wir die Boje auf Cass suchen müssen. Aber sie könnte überall sein. Das alles kann nur aufgehalten werden, wenn der Schleier gefunden wird. Zum Glück hat sein Ego ihn immer wieder dazu getrieben, euch zu provozieren. Ich habe die Kontakte genutzt, um seinen Standort zu triangulieren. Los, los! Das müssen wir nach Drum und Cass. Nach Drum und Cass müssen wir jetzt, ne? Cool. Ah, ne. Nee, es kommt jetzt. Wir müssen jetzt. Achso, das Versteck ist jetzt erst irgendwo jetzt. Stand zumindest so in der Anleitung, hätte ich fast gesagt.